Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunner Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Minecraft. Und zwar auf Twerion.net und Twerion.net hat auch ein neues Update rausgebracht, denn es gibt einen neuen City Build Server. Ich bin jetzt gerade noch auf dem alten, um einfach mal so ein bisschen hier zu gucken, was hier alt ist und dann auf dem anderen zu gehen, was neu ist. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier erstmal auf meinem, ihr wisst schon was. Ihr seht es vielleicht auch, es spielen halt gerade aktuell nicht mehr so viele hier auf diesem Server. Ja, also, was man sagen kann ist, ich habe übrigens auch gar keinen Shader drin, weil mit Optifine funktioniert gerade was nicht. Ich wollte einfach jetzt mal schnell hier ein Video drehen und einfach mal euch zeigen, was ich eigentlich hier alles auf diesem Twerion.net Server gemacht habe, denn ich spiele auf diesem Server hier schon seit Jahren. Ne, also wirklich seit Jahren und man kann hier auch irgendwie, so ein komisches Ding hat man mittlerweile hier. Also ich spiele dieses Spiel schon seit Jahren, ich habe schon 2018 gefühlt damit gespielt. Also ich habe hier auch noch, mal hier kurz zeigen, hier so ein Item, was von 2022 ist. Ist jetzt nicht lang, schon 2 Jahre. Aber ich spiele halt natürlich schon viel, viel länger auf diesem Server. Schon vor diesem signierten Kopf hier. Also 2020, glaube ich, oder 2019 habe ich angefangen, hier wirklich auf diesem Spiel aktiv zu spielen. Auf dem Server hier aktiv zu spielen. Und, ja, also ich habe hier 2019, glaube ich, richtig aktiv angefangen. Ne? 2018 habe ich schon angefangen, aber da habe ich nur bedingt mal gespielt. Und da habe ich auch ein paar Freunde kennengelernt und da haben wir auf jeden Fall eine Menge Spaß gehabt. Und diesen Plot hier, dieser Plot, den ihr hier seht, den gab es vorher nicht. Also ich hatte ja am Anfang nur so eine Hälfte und das hier sind ja so 4 Plots, glaube ich. Und ja, also was man einfach mal sagen muss, ist, es ist wirklich eine sehr lange Zeit her, dass ich dieses Spiel gespielt habe, aktiv gespielt habe, weil ich spiele das jetzt nicht mehr aktiv. Müsst ihr wissen, ja. Und es gibt hier, jetzt leckt es, warum auch immer. Hallo, warum leckst du denn jetzt Spiel? mein Dings hier ist gerade ausgegangen. Ey. So, auf jeden Fall habe ich hier sehr viele Dinge geschafft. Ich habe, wie man hier sehen kann, 433.000 Geld. Ich habe natürlich vorher immer viel, viel Geld gehabt. Ich habe auch nur 13 Tode. Also, na gut, die 13 Tode, weiß ich gar nicht, woher die kommen. Vielleicht, wahrscheinlich, weil ich hier beim Aushöhlen vom Lager. Ich weiß gerade, Leute, echt nicht, warum das hier so laggt. Vielleicht machen hier gerade irgendwelche Leute irgendwas, was nicht so gut ist auf der Map. Auf jeden Fall hier mein Lager, das war ja vorher komplett anders. Also, ich weiß nicht, ob ich hier ein Video finde, sonst könnte ich das hier nochmal einblenden. Aber ich glaube, ich finde kein Video mehr. Aber, also, allein was man hier schon sieht, so. Ne, das hier gab es vorher nicht. Also hier kann man es, glaube ich, sehen. Hier seht ihr es. So sieht das eigentlich aus. Oder so war das auch vorher. Und das war ja hier aus Holz. Ne? Also ich habe ja... Warum ist hier Wasser? Hä? Keine Ahnung. Also ich habe ja auf jeden Fall auch Wasser gehabt und sowas alles. Ihr seht ja hier noch diese ganzen Bruchsteine. Hier war mal überall so Holz. Hier war Holz. Und an den Seiten hier waren überall Kisten. Und ja... Mittlerweile ist das hier noch nur noch so ein Block hier. Also wenn ich jetzt mal hier nach unten gehe, das hier ist jetzt einfach nur noch mein Lager. Ne? Mein Lager war viel, viel größer und ich habe mir dann irgendwann gedacht, komm, baue ich das hier doch mal um. Und ihr seht schon, es mangelt hier ein bisschen an Blöcken. Aber so sah früher mein Lager aus und jetzt sieht es halt hier so aus. Ne? Natürlich kleiner gehalten habe ich das alles. Und ich habe auch andere Plots gehabt. Mittlerweile habe ich nur noch 2. Und ich kann ja den zweiten hier auch nochmal zeigen, aber da ist halt nur Zuckerrohr. Das ist so eine Zuckerrohrfarm, die ich hier mal hingemacht habe. Auch in einem Video, glaube ich, ne? Und die wollte ich eigentlich auch mal bis zum Ende hinmachen. Und vielleicht, Leute, machen wir ein neues Kapitel auf mit, wie sagt man, mit dem zweiten City-Bild von dem Server. Und ich würde sagen, wir springen jetzt einmal darüber, weil ich will einfach nur gucken, was neu gemacht wurde, wie es jetzt aussieht. Denn, heute wird es kein, also es ist kein Gaming-Video jetzt hier heute, aber ich denke mal, ihr könnt euch damit auch zufrieden geben. Ich will euch heute einfach mal nur hier so ein bisschen zeigen,
wie so die Geschichte auf Tverion war, weil ich habe ja auch mal angekündigt, kein Video mehr zu machen. Habe ich auch nicht. Was ist denn da hinten gebaut worden? Sicherheitstest. Oha. Da gehen wir mal kurz rüber, ne? Aber ihr wisst, denke ich, was ich meine damit. Und ja. Also es ist halt einfach. Gut, ist Bruchsteine. Aber interessant, interessant. Okay. Also ich habe hier auch sehr viele Freunde und sowas gefunden. Und ey, warum ist hier ein Plot, was nichts gibt? Also, egal. Auf jeden Fall, ja, ist es halt sehr lange her, dass ich hier irgendwie auch aktiv gespielt habe. Und ich habe auch die Lust tatsächlich verloren an diesem Spiel. Ja, guck, die schreiben ja auch alle Lag hin. Also, irgendwas ist hier so am Laggen. Egal, wir springen jetzt ja einmal kurz auf dem anderen City-Build-Server. Dazu muss ich mal kurz in den Hub wieder gehen. So. Wir machen das jetzt hier einfach mal im Video, wenn man das hier sehen kann. Ich weiß es gar nicht. Ah, doch, kann man. So, wir gehen jetzt hier mal auf dem neuen. Das hier ist der alte. CityBuild OP heißt er. Und ja, und hier kann man jetzt sehen, das ist CityBuild Future. Relativ gleiche Spieleranzahl sogar. Ja, wir gehen einfach mal hier drauf. Und ich glaube, ich muss hier auch noch was installieren. Wir installieren das hier kurz. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn das hier installiert ist. So, da bin ich wieder. Und man sieht hier auch schon mal direkt, was sehr interessant ist. Was ich dazu sagen muss, ist, ne, es könnten ein paar Dinge anders aussehen, weil ein Texture-Pack installiert werden musste. Habe ich schon installiert. Das heißt, hier, man sieht auch, Tverion ist, ja gut. Also, wir hätten das eventuell ein bisschen weiter höher machen können. Need help, need our wiki, bla bla bla. Gut. Wir sind drauf und wir haben hier auch unser Starter-Kit. Man sieht hier schon direkt erstmal das erste Texture-Pack-Dingens. So. Habe ich hier auch meinen Rang? Natürlich. So, dann können wir uns jetzt hier erstmal Kits geben. So, Kits, ey. So, und dann einmal den Lapis-Kit hier. Lapis. Ein Gegenstand aus Dungeons zum Tauschen gegen Loot am Spawn an Item. Okay. Okay. Du hast hier das Dingsbums gegeben. Nö, habe ich nicht. Egal. Wir erkunden jetzt hier erstmal, was hier alles neu gibt. Also, was steht hier erstmal? Willkommensanordnung offiziell beginne ein Sybil-Erlebnis mit /GS. Grundstück heißt das wahrscheinlich. Okay, gucken wir uns gleich an. Nutze /Wiki, um dich mit dem ersten Befehl, die ja bräunlich shop, bla bla bla. Sind derzeit 8 Spieler. Oh, jetzt sind sogar 8. Okay. Gut. Alle mit irgendwelchen Rennen. Alles klar. Ja, hier ist Wiki. Was gibt's hier? City Build Dungeons. Okay, wir fliegen jetzt hier einmal kurz rein, um zu gucken, was hier drin ist. Okay, was ist das hier? Tausche hier deine Dungeon-Artefakte. Ah, hier. Gegen ungewöhnliche Gegenstände aus. Okay. Ah, und jetzt kann man hier dann so. Was ist das denn? Okay. Tomaten. Oha, Tomaten. Chili, Reis. Also ich habe Bock auf jeden Fall hier auf dem neuen bisschen was zu zocken. Also Leute, lasst mal gerne ein Like da, dann zocken wir hier auf jeden Fall. Invisible Item Frame. Gefärbt, okay. Dungeon Armor. Interessant, also anscheinend kann man hier mit diesen komischen Smaragden irgendwas farmen. Joa. Geld habe ich $50. Das heißt, man hat hier auch eine andere Geldmenge. So, jetzt können wir hier mal kurz gucken. City Build Dungeons. Okay, hi. Moin. Skeletten Dungeon, Wizard Dungeon und Skeletten Dungeons. Hä, warum sind das zweimal? Egal. Okay, hier gibt es einmal noch ein Alchemist. Fusioniere. Zwei Vote-Belohnungsbücher /Vote. Klicke zum Öffnen. Item Preview. Okay, ich kann hier gar nichts anklicken. Okay, das hier sind auf jeden Fall die Dungeons. Gut. Gehen wir hier mal wieder hoch. Also wir fliegen, eher gesagt. So. Okay. Farmwelten. Arena, Dungeons, Mall. Okay. Vote Crates. Moin, Stayloy Olk. Okay, wie auch immer das heißt. Vote Shop. Ah, okay. Ah, das hier sind diese Vote-Dinger. Okay, ich verstehe. Fortschritt, ne? Das ist wie bei dem anderen Server.
Opilquate. Ja, kann ich jetzt nicht öffnen, aber mit Votes kann man die öffnen. Die sind auch anders, ne? So, was gibt's hier noch? Dann gibt's ja einmal eine meiste Kills. Okay, 30 Kills. Reichster Spieler. Was? Der hat jetzt schon so viel Geld? Okay. Und hier einmal meiste Votes. Da gibt es tatsächlich gar keine. Okay. Bei vor 1 Million. Bei vor 1 Million. Das finde ich auch interessant und auch etwas cool, dass man hier sogar Spawn-Grundstücke kaufen kann. Allerdings muss man die hier für, also die vorderen kosten hier wahrscheinlich alle 1 Million. Und es laggt diese Server gerade und die hier 10 Millionen, denke ich mal. Und das hier 100.000. Okay. Okay, interessant. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, holen wir uns erstmal hier auch ein Grundstück. Grundstück. GPS. So. Erstelle einen neuen Plot. Ja. So, zack. Geil. Also die Plotwelt sieht auch ein bisschen anders aus, glaube ich. Ich weiß es jetzt gar nicht ganz. So, vertraue einem Mitspieler. Nee, ich möchte niemanden trusten. Banne einen Spieler von deinem Plot. Lösche deinen Plot. Plot Information. Okay. Verkaufe deinen Plot. Ah, okay, man kann auch sein verkaufen. Gut. Finde ich interessant. So. Eigentlich kann man jetzt nichts machen, außer irgendwie in Warps und sowas zu gehen. Aber heute wird eh keine Gaming-Folge. Das habe ich ja schon gesagt. Deswegen geht diese Folge ja auch schon wieder 12 Minuten, ey. Aber ich würde sagen, wir gehen so oder so jetzt erstmal in einem Warp. Ah, okay, das sieht auch geil aus. Teleport to Farmworld, ja. 5 Sekunden. Warum dauert das denn jetzt länger als auf dem anderen Server? Egal. Kann ich hier nicht fliegen oder was? Fly. Kannst nun fliegen. Doch, kann ich. Hä? Yes. Okay. Hier ist eine Ziege. Moin, Meister. Geht down, du Ziege. Zack, Alter. Okay, irgendwie habe ich nichts bekommen, oder? Nö. Hallo, du Huhn. Nein, du bleibst hier. Hallo. Nicht weglaufen, so. Okay, von der Ziege kriegt man anscheinend nichts gut zu wissen. Ich würde sagen, wir holen uns hier natürlich auch erstmal Holz. Oh, ich dachte gerade schon, hä, warum dauert das so ewig? Aber hier ist wieder so eine Animation drin. Okay. Okay. So, wenn man das jetzt hier unten aufbaut. Also man merkt schon, dass es auch länger dauert, ne? So. Was ich auf jeden Fall schon mal cool finde, ist, dass die noch den alten Server haben. Und den ich auch weggemacht haben. So, wie viel Holz haben wir jetzt? 11, okay. So, ich glaube, das reicht auch erstmal, um irgendwie Sachen hier zu machen. So. Wir gehen mal wieder auf Back. Ich glaube, ich kann Back drücken und dann komme ich wieder auf meinen Plot. Ne? Genau. So. So, okay. Packen wir uns mal hier kurz unser Lederzeug an. So. Machen uns hier erstmal eine. Ey. Eine Werkbank. Der Server laggt. Perfekt, geil. So. Machen uns hier erstmal eine Kiste. Packen hier unser ganzen Kram erstmal rein. Den kann ich nicht reinlegen. Okay. So. Dich kann ich stehen lassen. So. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Kids. Weil irgendwie geht das hier nicht. Lapis. Also irgendwie habe ich hier keinen Kit gekriegt. Egal, Leute. Ich würde erstmal sagen, das war's auch mit dem Video. Also, es hat sich hier schon ein paar Dinge geändert, aber nicht vieles. Ne? Also eigentlich nur die Texturen sind hier anders und sonst eigentlich nicht. So. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr keine Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, also euer Sando. Ciao, ciao.